Ein Netzwerk aus AkteurInnen der Neuen Rechten, der Jugendorganisation der AfD, mit Verbindungen zur NPD, ködert im Netz um junge Menschen mit Podcasts, Gaming-Livestreams und eigenen PC-Spielen. Dort, wo man sich unbeobachtet fühlt, auf Plattformen wie Discord und Co., zeigen die AkteurInnen ihr wahres Gesicht, verherrlichen den Nationalsozialismus und rechten Terror. Seit Mai 2020 beobachten wir bei Achtsegel zwei verschiedene rechtsextreme Podcasts. Beide Podcasts haben Bezüge zum Rhein-Main-Gebiet. Bei unseren Recherchen in den letzten 6 Monaten haben wir hunderte von Videodateien, Postings und Audiodateien ausgewertet. Gestoßen sind wir dabei auf ein Netzwerk von extrem rechten AkteurInnen, die um die Gunst junger Menschen buhlen und gezielt Jugendliche ansprechen. Besonders brisant: dieses Netzwerk besteht aus AkteurInnen, die offiziell nicht miteinander zusammenarbeiten und kooperieren, denn es reicht von AfD über identitäre Bewegung bis hin zu NPD und faschistischen Jugendbewegungen in Europa. Januar 2021. Die AfD steht bundesweit kurz vor der Einstufung als Verdachtsfall einer rechtsextremen Bestrebung durch die Verfassungsschutzämter. Die inzwischen aufgelöste parteiinterne Strömung der Flügel und die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative, werden bereits als Verdachtsfall geführt. Parteispitze um Jörg Meuthen versucht die Einstufung der Gesamtpartei zu verhindern. Eilig werden Abgrenzungsbeschlüsse verabschiedet und führende Mitglieder des Flügels mit Sanktionsmaßnahmen bedacht. Besonders im Bundesland Hessen versucht sich die AfD eine gemäßigte Fassade zu schaffen. Hinter der Fassade rumort es jedoch. Für die anstehende Kommunalwahl in Wiesbaden wurde ursprünglich Patrick Pahner aufgestellt. Inzwischen wurde er von der Wahlliste gestrichen. Pahner ist einer der zentralen Akteure im extrem rechten Netzwerk, das wir seit über einem halben Jahr beobachten. Der junge AfD-Politiker gilt als überzeugter Anhänger des Flügels. Mehrfach wiesen Rechercheinitiativen auf dessen Verbindung zur rechtsextremen identitären Bewegung hin. Tatsächlich wurde Pahner in der Vergangenheit sogar vom europaweiten Kopf der Identitären lobend erwähnt. Martin Sellner bezeichnet ihn als aufstrebenden Jungpolitiker. Immer wieder stoßen wir im Netz auf Kommunikation zwischen Sellner und Pahner. Gleichzeitig ist Pahner Funktionär der Jungen Alternative Hessen. Im Netz zeigt er trotz seiner Parteiämter keine Scheu vor gemeinsamen YouTube-Videos mit Mitgliedern der Identitären Bewegung. Seine Nähe zur identitären Bewegung macht ihn zum Bindeglied zwischen der Partei und der außerparlamentarischen Gruppierung. Wenig überraschend also, dass Pahner auch bei den Podcasts Schwarze Fahne und Rechtsausleger eingeladen wird. Der Podcast Rechtsausleger wird laut YouTube Ortsstempel in Frankfurt am Main produziert. Bereits in einer der ersten Folgen im April 2020 treten bekannte Akteure aus dem extrem rechten Spektrum im Podcast auf. Martin Sellner und Patrick Pahner. Und ich glaube, dass die Linken auch deswegen so Angst vor dem Gespräch haben, weil das die Dämonisierung des Gegenübers, also von AfDlern, Identitären, von dir, mir, von uns, dann zu Fall bringen könnte. Wie kommt ein so junges Projekt an so eine für die Szene illustre Gästeliste? Sellner redet im Podcast von AfD und Identitären, spricht in diesem Fall von dir, wir und uns. Mit uns meint er die identitäre Bewegung. Aber wer vertritt in der versammelten Runde die AfD? Studiogast Pahner? Oder gibt es auch bei den Machern des Podcasts Verbindungen in die hessische AfD? Dafür gibt es zumindest Indizien. Einer der Macher nennt sich Nils. Ein Vorname, den man bei einem Funktionär der Jungen Alternative aus Frankfurt am Main wiederfindet. Was für Inhalte konnten wir feststellen beim Podcast-Projekt Rechtsausleger? Was konnten wir sehen, was konnten wir vor allen Dingen auch hören? Nun guckt man sich die Podcast-Folgen selbst an, dann werden da vor allen Dingen Inhalte besprochen, die zunächst mal nicht überraschen, wenn man an das Milieu AfD-identitäre Bewegung denkt. Da sind die gängigen Ideologien dabei und da ist der Wortschatz, das Vokabular da, das man eben aus diesem Spektrum kennt. Da ist dann von Identität die Rede oder von Metapolitik. Ein bisschen anders und brisanter wird die Sache, wenn man sich den zugehörigen Twitter-Account vom Rechtsausleger anschaut. Da wird dann relativ ungeschminkt gesprochen bzw. geschrieben. Im Juni 2020 wird da beispielsweise ein Zitat
aus einem Songtext der rechtsextremen Band Übermensch gepostet. 4 Tage später findet sich auf dem Twitter-Account die Losung: Wir brauchen mehr Acceleration. Was bedeutet Acceleration? Das ist ein Begriff, der im rechten Spektrum für ein rechtsterroristisches Konzept steht. Die Überlegung dahinter ist die, dass quasi Terroranschläge dazu führen, dass die Gegenseite, also links oder religiös begründeter Extremismus, mit eigenen Anschlägen wieder darauf reagiert. Man hat die Idee von so einer Art Gewaltspirale im Kopf, die dann am Ende in einen blutigen Bürgerkrieg endet. Die rechte Seite geht dabei davon aus, dass sie selber kämpferisch so überlegen ist, dass sie dann quasi als Sieger aus dem Bürgerkrieg hervorgeht und anschließend das politische Zepter in der Hand hat. Diese Idee, dieses Konstrukt vom Accelerationismus, die motivierte letztendlich auch den Terroristen, der 2019 in Neuseeland in Christchurch 50 Menschen in einer Moschee erschossen hat. Das heißt also, wir haben hier auf einen Podcast, auf dem zumindest über den Twitter-Account auch rechtsterroristische Konzepte verhandelt und behandelt werden, propagiert werden. Trotzdem können wir beobachten, dass die neue Rechte, die ja angeblich nichts mit Gewalt zu tun hat, die Werbetrommel für dieses Projekt rührt. Da ist zum Beispiel das Spendensammelnetzwerk 1%, das ganz viele Projekte im Bereich Rechtsextremismus finanziert und ausstattet, das auf den Podcast Rechtsausleger hingewiesen hat, nämlich in einem eigens verfassten Artikel mit der Überschrift: Diese patriotischen Podcasts solltet ihr kennen. 1% ist eng verbunden mit der Alternative für Deutschland, gilt im Prinzip als eine Hintergrundorganisation des inzwischen aufgelösten Flügels innerhalb der Partei. Das Netzwerk ist auch eng verknüpft mit dem Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek. Also das heißt, wir haben es hier mit einem zentralen und wichtigen Akteur der neuen Rechten zu tun, der diesen Podcast bewirbt und promotet. Im selben Artikel von 1% wird noch ein weiteres Podcast-Projekt beworben. Die Schwarze Fahne. Der Podcast ist deutlich beliebter als der Rechtsausleger, hat inzwischen eine derart große Fangemeinde, dass sich anscheinend auch der Vertrieb von eigenen Merchandise-Produkten wie T-Shirts und Handyhüllen lohnt. Auch hier fallen uns immer wieder Bezüge zum Rhein-Main-Gebiet auf. So sammelt einer der Macher des Podcasts dieser Tage Geld für ein Rechtsrock-Musikprojekt. Auf der Spendensammelplattform GoFundMe taucht beim Kontoinhaber die Ortsangabe Frankfurt am Main auf. Zu Gast sind in diesem Podcast abermals Patrick Pahner und Martin Sellner. Aber auch andere Gäste lädt man sich ein. Darunter Volker Z., ein Aktivist der Identitären Bewegung, der laut antifaschistischen Recherchen an einer Messerattacke beteiligt gewesen ist und im Jahr 2019 gemeinsam mit rechten AktivistInnen aus Frankfurt den neofaschistischen Casa Pound in Italien besucht hat. Bei dem Treffen in Rom, ebenfalls vor Ort, AktivistInnen der neonazistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg. Auch lud man sich zum Podcast einen Macher des PC-Spiels Heimat Defender ein. Das Spiel erschien 2020 und wurde durch 1% finanziert. Die SpielerInnen schlüpfen dabei in die Rolle von bekannten AktivistInnen der identitären Bewegung wie Martin Sellner oder Alexander Kleine, genannt Malenki. Auch der neurechte Stichwortgeber Götz Kubitschek kann als Spielfigur gewählt werden. Empfohlen wird dieser Podcast nicht nur im neurechten Milieu um 1%. Auch Akteure aus dem klassischen Rechtsextremismus outen sich im Netz als Hörer des Podcasts. Beispielsweise Patrick S., der sich im vergangenen Jahrzehnt einen Namen machte durch gezielte Ansprache von Jugendlichen im Netz mit NPD-Propaganda. Immer wieder stoßen wir bei unseren Recherchen auf Kommunikationsverläufe zwischen den Podcastmachern und Patrick S. S. betreibt auch einen der bekanntesten Online-Shops für neonazistische Kleidung und Propaganda. Betrieben wird dort unter anderem Kleidung, die den Rechtsterroristen verherrlichen, der im neuseeländischen Christchurch 2019 50 Menschen tötete und den Terrorakt live ins Netz übertrug. Auch bei der Schwarzen Fahne haben wir natürlich reingehört und uns angeschaut, was wir für Inhalte identifizieren können. Bei diesem Podcast ist es so, dass der zu großen Teilen aus Albernheiten, aus Zynismus besteht
und manchmal sogar fast unpolitisch rüberkommt, wenn beispielsweise irgendwelche Ernährungstipps für Fitnesssportlerinnen gegeben werden. Trotzdem ist im Hintergrund natürlich immer eine Ideologie rauszulesen, rauszuhören aus diesem Podcast. Und die, finden wir, hat große Schnittmenge mit der Ideologie der amerikanischen Alt-Right-Bewegung. Die Alt-Right-Bewegung ist im Prinzip ganz ähnlich zur Bewegung der neuen Rechten in Deutschland. Sie unterscheidet sich maßgeblich in ihrem Umgang mit der Geschichte. In Deutschland bemüht sich die neue Rechte darum, ihre Bezüge, ihre ideologische Verwandtschaft zur Zeit des Nationalsozialismus zu verschleiern und zu vertuschen. Die Alt-Right-Bewegung gibt sich da weit weniger Mühe, hat beispielsweise den Wahlsieg Donald Trumps in einer Art und Weise gefeiert, die wir uns hier anschauen können. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Man sieht, dass die Menschen im Publikum den Arm zum Hitlergruß strecken. Man hört die Heilrufe, also ganz klare Bezüge zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Mann, den wir gerade in dem Video gesehen haben, heißt Richard Spencer und der war übrigens auch zu Gast bei der Schwarzen Fahne, war dazugeschaltet in eine Podcast-Folge. Der Sprachgebrauch bei der Schwarzen Fahne, der erinnert uns stark an eine Internet-Community und die Art und Weise, wie dort miteinander gesprochen wird. Vor allen Dingen Image-Boards kommen uns da in den Sinn, also Plattformen wie 4chan oder 8chan. Das führt dazu, dass man da einen jugendlichen Sprachgebrauch hat, der für Menschen höheren Alters, die aus der Pubertät raus sind, mitunter kaum noch zu verstehen ist, über was da eigentlich geredet wird. Und was mit welchen Ausdrücken gemeint ist. Ja, und fast schon passend hat diesen Sprachgebrauch der Podcast-Gast Nils Wegner zusammengefasst. Der ist Mitarbeiter bei einem neurechten Buchverlag und der hat auf seinem Blog über die Schwarze Fahne geschrieben, das sei Post-RG Jugendunterhaltung. Das heißt, wir haben da den Bezug drin, dass eben auch von Seiten der Gästinnen gesagt wird, das ist ein Angebot, was sich vor allen Dingen an junge Menschen richtet. Wir haben aber auch diese Abkürzung RG drin. RG, das steht für Reconquista Germanica. Das ist eine Form des Internetaktivismus gewesen, die vor ein paar Jahren für Schlagzeilen gesorgt hat. Da haben sich Menschen auf Plattformen gezielt abgesprochen und dann beispielsweise Shitstorms organisiert gegen Leute anderer Meinung oder Menschen, die ihnen nicht in ihr Weltbild reinpassen. Die haben auch gezielt Hashtags auf Twitter beispielsweise gekapert und dann mit rechtsextremen Inhalten geflutet. Genau wie beim Rechtsausleger zeigt sich die wahre Radikalität der schwarzen Fahnemacher auf den begleitenden Social-Media-Kanälen. Am 30. Januar 2021, also vor ein paar Tagen erst, haben die beispielsweise diesen Post abgesetzt auf Twitter. Da heißt es, ihr wisst ja, was heute vor 88 Jahren passiert ist, und garniert haben sie das Ganze mit so einem grinsenden Smiley, mit Sonnenbrille. Ja, und was ist vor 88 Jahren passiert? Angespielt wird hier auf den 30. Januar 1933, also den Tag der Machtergreifung durch Adolf Hitler. Immer wieder finden wir auf dem Twitter-Account von der Schwarzen Fahne ähnliche Inhalte, also Inhalte, in denen die Zeit des Nationalsozialismus verharmlost wird, rassistische Inhalte, homosexuellenfeindliche Inhalte. Das ganze Spektrum der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit kann im Prinzip auf diesem Twitter-Account beobachtet werden. Und auch auf den Accounts, die wir den Machern des Podcasts zuordnen können, finden wir immer wieder diese menschenfeindliche Einstellung. Besonders auffällig dabei ist der Frauenhass, der unter den Machern des Podcasts gepflegt wird. Wir haben beispielsweise dieses Posting auf Twitter entdeckt, das wir dem einen Podcastmacher, der sich Sascha nennt, zuordnen. Hier hat Sascha eine Twitter-Umfrage gestartet. Er fragt, ob er Kinder zeugen soll mit anderen Twitter-NutzerInnen. Und bei einer NutzerIn stellt er da die Option zur Verfügung, ja, rape sie weg. Rapen, das ist Englisch und steht für vergewaltigen.
Bei einer anderen Nutzerin bietet er als Antwortoption an, nein, das wäre Rassenschande. Und noch eine weitere Abstimmung haben wir gefunden auf seinem Twitter-Account, die wir für besonders bedenklich halten. Da stellt er die Antwortoption, die Tagebücher der Anne Frank zur Verfügung und die Tagebücher von Turner. Die Turner Diaries, die gelten in rechtsextremen Kreisen als textliche Blaupause für terroristische Anschläge. Die sollen unter anderem auch den NSU zu seinen Taten inspiriert haben. Noch drastischer wird es auf der Plattform Discord. Das ist eine Plattform, die vor allen Dingen in der GamerInnen-Szene beliebt ist. Auf Discord tauschen sich die Macher der schwarzen Fahne mit ihren Fans aus und dort wird ganz unverhohlen gesprochen. Diskutiert werden da beispielsweise Konzepte wie Euthanasie oder Eugenik. Also dort bewegen wir uns in einem Bereich, wo menschenverachtende Ideologien aus der Zeit des Nationalsozialismus diskutiert werden. Auch Nazi-Symbole wie Hakenkreuzfahnen sind dort mitunter zu beobachten. Auf Discord konnten wir auch Wortbeiträge finden, in denen sich die Gruppenmitglieder, die Kanalmitglieder darüber austauschen, wer sich bei den Akademien, den sogenannten Akademien des Instituts für Staatspolitik von Götz Kubitschek anmeldet. Ja, und wer von diesen Akademien schon mal gehört hat, die sollen ein ganz bestimmtes Image transportieren, nämlich das Image eines rechtsintellektuellen Debattierclubs, in dem quasi die tugendhafte deutsche Jugend zusammenkommt und intellektuelle Streitgespräche führt. Das Niveau, was wir dagegen in diesem Discord-Kanal feststellen konnten, wo offensichtlich Leute sich an Diskussionen beteiligen, die eben auch diese Sommerakademien besuchen, das ist ein ganz anderes. Da wird vulgär, da wird gewaltverherrlichend, da wird menschenverachtend miteinander geschrieben. Die Ideologie dagegen, die dürfte eigentlich, oder da sind wir uns sicher, ist ganz ähnlich wie bei der neuen Rechten, nur wird sie hier auf Discord, weil man sich unbeobachtet fühlt, eben ganz ungeschminkt weiterverbreitet. Wer sind die Macher hinter diesem menschenverachtenden Podcast? Sie nennen sich Sascha, Valentin und Alfred und sind quasi dauerhaft online. Rausfinden über die drei kann man relativ wenig. Sie sind sehr auf Anonymität bedacht und hinterlassen wenig Spuren im Netz, die sich mit Klarnamen verbinden lassen. Ja, und obwohl die drei so sehr auf Anonymität bedacht sind, haben wir inzwischen einen starken Verdacht, zumindest bei einem der Akteure, wer dahinter stecken könnte. Vergleicht man die Aktivitäten von Valentin mit den Aktivitäten von einem rechtsextremen Akteur aus dem Rhein-Main-Gebiet, der sich in der Vergangenheit mehrfach an Aktionen der NPD beteiligt hat, dann stellt man Parallelen fest, die, wie wir finden, kaum Zufall sein können. Aber sollte mit Patrick Pahner tatsächlich ein AfD-Mitglied und JA-Funktionär in einem Podcast aufgetreten sein, dessen Macher bei NPD-Aktivitäten mitmachte? Es wäre nicht das erste Mal, dass Pahner und gemeinsam auffällig würden, wie Recherchen der Seite Review zeigen. Ein Netzwerk aus AkteurInnen der Neuen Rechten, der Jugendorganisation der AfD, mit Verbindungen zur NPD, ködert im Netz um junge Menschen mit Podcasts, Gaming-Livestreams und eigenen PC-Spielen. Dort, wo man sich unbeobachtet fühlt, auf Plattformen wie Discord und Co., zeigen die AkteurInnen ihr wahres Gesicht, verherrlichen den Nationalsozialismus und rechten Terror. Im Bereich der Podcasts laufen die Fäden des Netzwerks im Rhein-Main-Gebiet zusammen. Welche Informationen haben die Sicherheitsbehörden über dieses Geflecht, das ein Fangnetz nach jungen Menschen auswirft? Im jüngsten Verfassungsschutzbericht aus Hessen findet man dazu keine Silbe. Den einzigen Hinweis darauf, dass sich in Deutschland die Verfassungsschutzbehörden mit derartigen Podcasts beschäftigen, findet man bei der Behörde in Brandenburg. Dort ist die schwarze Fahne bekannt und auch die Gästeliste wird in einem entsprechenden Bericht erwähnt. Der Bericht aus Brandenburg sorgt bei den Machern der schwarzen Fahne für Wirbel. Eilig löschten die Macher Social-Media-Kanäle und bereinigten den kompletten Diskussionsverlauf auf Discord. Wir konnten zum Zeitpunkt der Löschung bereits seit einigen Wochen auf den Kanälen mitlesen und das Material sichten, das man nur gerne im Papierkorb für immer gelöscht hätte. Begonnen hatte unsere Recherche damit, dass wir auf zwei Podcast-Angebote aufmerksam wurden. Gestoßen sind wir auf ein Netzwerk, das vielen unsichtbar bleibt,
weil die ProtagonistInnen nicht wollen, dass ihre Zusammenarbeit öffentlich thematisiert wird. Auch die Art und Weise, wie und über welche Themen diskutiert wird, passt nicht zu den aktuellen Versuchen der AfD, sich vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu retten. Patrick Pana, der uns im Laufe der Recherche immer wieder begegnete, spricht im Podcast Schwarze Fahne aus, dass viele in der Partei und ihren braunen Netzwerken ganz andere Absichten hegen. Unsere Generation, die AfD, die JA, die IB, haben einen Sinn in der Zeit. Je nachdem, wie es ausgeht, werden wir geschichtsträchtig Einfluss nehmen. Der Wiesbadener Patrick Pana will also in die Geschichte eingehen. Fest steht schon jetzt, in den Wiesbadener Stadtrat wird er nicht einziehen. Er wurde von der Liste der AfD wieder runtergenommen. Das Ganze ist kein Zufall oder nicht aus Eigenantrieb der Partei zu verstehen, sondern es ist das Ergebnis der Arbeit von antifaschistischen Rechercheblogs wie beispielsweise Review. Es ist das Ergebnis der kontinuierlichen Aufklärungsarbeit von Initiativen wie Moment mal Wiesbaden. Und es zeigt eben, wenn wir den rechtsextremen Drang, in die Geschichtsbücher einzugehen, die Geschichte neu zu schreiben, umzuschreiben, aufhalten wollen, dann brauchen wir genau das. Aufklärung, Recherche und das schonungslose Aufdecken von Klüngeleien im rechtsextremen Spektrum.